Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, zu meinem Reingeschaut in Darksiders 2, der Death in the Teeth Edition. Ja, heute ist der Release davon. Das ist die PS5-Version von Darksiders 2, was vor. Boah, das ist eine gute Frage. Vor einer ganzen Zeit rauskam für die PlayStation 4. Und ursprünglich, glaube ich, für PlayStation 3 rauskam. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube ja, ich habe es damals gespielt zum Release, leider nie durch, aber ich möchte mir das jetzt mal jetzt angucken. Mal mit euch zusammen. Hier. Und ja, ohne groß zu reden, würde ich sagen, legen wir los mit Darksiders 2 für die PlayStation 5. Ist auch, glaube ich, für die Xbox auch rausgekommen heute. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Also, legen wir los. Wie? Was? Was ist denn hier los? Ich starte die PlayStation mal neu. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Verzögerung. Ein Moment. Das haben wir gleich. Ja, wenn alles reibungslos funktionieren soll. Ja, Darksiders das nicht kennt, Darksiders das ist eine Reihe, die eigentlich sehr beliebt ist. Es gibt mittlerweile vier Teile. Ich persönlich finde ja Teil 4 mit am besten, weil da Strife mit dabei ist und Teil 2 ist für mich das zweitbeste. Teil 3 und Teil 1, ja, boah, ist auch okay. Aber okay, ich will jetzt unbedingt wissen, wie die PS5-Version von dem Spiel ist. So. Let's go. Ah, wird Zeit, dass die PS5 Pro rauskommt. Ah, was ist denn hier los? Könntest du jetzt mal starten? Das wäre echt nett. Was ist denn da los? In letzter Zeit, seitdem Sony letztens gehackt wurde, sind die ganzen Server nicht so richtig mehr geil da, oder? Kann das sein? Wir müssen mal warten. Schaffst du es heute noch oder wird es nichts mehr? Was ist denn hier? Könntest du jetzt mal das Spiel starten? Hatte ich auch noch nie, dass es so lange gedauert hat. Das Spiel konnte man übrigens heute erst ab 15 Uhr spielen. Ah, geht doch. Aber es hat jetzt echt lange gedauert. Sorry für die Unannehmlichkeiten, aber jetzt müsste es gehen. Thank you.
Gunfire Games. Ich müsste echt mal gucken, wann war denn das Original? Ein Moment. Am 14. August 2012 kam das ursprünglich raus. Das ist schon eine ganze Weile her. Okay. Schwierigkeit, das machen wir mal normal. So, ich will jetzt mal wissen, was sie geändert haben. Sie sollen wohl die Grafik natürlich verbessert haben. Das ist ja klar. Es gibt kein Leben ohne Guck mal Ordnung. erstmal das Intro. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen. Die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. So, da bin ich wieder. Das war's Intro, gut erklärt, kurz und knapp. Und ja, allein die Kamera hat sich schon verändert. Grafik ist auch hübsch. Kurz, Moment, ein bisschen leiser machen. So. Ja, die Steuerung fand ich damals ein bisschen sehr hakelig. Zwei Berufe noch wegschicken, ja genau. Ja, was soll ich zu Darksiders sagen? Es ist eine Reihe, die eigentlich sehr beliebt ist, aber in letzter Zeit ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Weil Teil 4 ist ja jetzt auch schon mittlerweile, boah, ich glaube 6 Jahre her. 5, 6 Jahre? Genesis. Was ich ein bisschen schade finde, weil die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende erzählt. Im ersten Teil geht es darum, dass Krieg angeblich die Apokalypse ausgelöst haben soll. Was ja nun nicht so der Fall ist, ne? X ist springen, ja.
Und das ist jetzt auch, glaube ich, das einzige richtige Rollenspiel. Eigentlich da aufzureißen. Also wir können auch kommandantisieren. Ah, so war das. Ähnelt natürlich ein bisschen Devil May Cry. Würde ich so mal behaupten. Oh, man muss alles selbst nehmen. Ich dachte, das würde automatisch eingesammelt werden. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann haben wir natürlich den als Zweitläufer. Und natürlich bessere Handschuhe. Ja, ist halt ein Rollenspiel. Was dem anderen auf jeden Fall. Wobei Teil 3 ist, glaube ich, auch Rollenspiel, kann das sein? Können wir irgendwie rennen? Einfach nicht. Auf jeden Fall ist es bedeutend schärfer geworden, das Spiel. Für die Möglichkeit, Krieg zu retten. Upsala. Man kann irgendwie nicht rennen. Komisch. Mal raus da. War natürlich bis gestern im Angebot bei PlayStation Plus für die Hälfte. Ansonsten kostet es 30 Euro. Also hätte man gestern spätestens zuschlagen müssen. Wieso nimmt der das nicht automatisch? Wartet mal. Mal kurz auf Option. Die Steuerung wollte ich nicht. Keine Option. Statistik, nee. Gibt scheinbar keine Option. Oder Touchpad. Ah, hier. Nee, man muss alles selbst einsammeln. Okay, gut zu wissen. Heiltrank, ja. Ja, wollte ich jetzt nicht, aber okay. Ja, natürlich auch sehr viele Rätseleinlagen und Sprungpassagen. Ich weiß gar nicht, ob sich das schon lohnt, die jetzt alle zu besiegen. Das ist One-Hit, der Hammer. Oh, der ist sogar stärker. Ah, wobei, der Mensch halten leider nicht. Wir bleiben mal dabei. Tod kann sich über Holzbalken in der Umgebung fortbewegen. Oh. Ja, von sowas hat man sehr viel in dem Spiel. Ich meine, viel braucht man ja gar nicht über das Spiel sagen. Es ist ja halt schon 12 Jahre alt, ne? Das macht sich schon bemerkbar, die 60 FPS. Wie schön flüssig das alles läuft. Können wir mal so einen Finisher machen?
Ich glaube, damals war Darkseid auch als Konkurrent mit zu God of War angesehen. Es wollte Ko God of War in Konkurrenz treten, aber nee. God of War ist und bleibt eine Nummer für sich. Ja, ist auch nicht besser. Haben bessere Handschuhe. Die nehmen wir auf jeden Fall. Im ersten Teil spielt man halt den apokalyptischen Rater Krieg, im zweiten Tod, im dritten ist es Ruth. Ah, wie hieß sie denn? Das war eine Frau. Ah, ich hab den Namen vergessen. Und im vierten Teil spielt man halt Strife und Krieg, weil der vierte Teil ist ein bisschen wie Diablo aufgebaut. Deswegen sind da für mich auch mit zu den Besten. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gibt es auch auf meinem Kanal als Let's Play. Hey, hau nicht ab. Aber dass es viele sind, ist aber unübersichtlich. Warum? Der lebt sogar noch. Hat er mir Loot gelassen? Ja, immer her damit. Hier ist noch einer. Sagen soll zu dem Spiel, wie gesagt, 12 Jahre alt, die meisten Leute kennen das. Ist jetzt nochmal komplett frisch rausgebracht worden für die PS5, was sich auf jeden Fall bemerkbar macht. Und ja, falls ihr die Darksiders-Reihe nicht kennt, gönnt sie euch, ist wirklich eine gute Reihe. Kann ich echt empfehlen. Warum allerdings mit Darksiders 2 begonnen wurde, ein Remaster zu machen und nicht mit Teil 1, verstehe ich auch nicht so ganz. Es ist irgendwie mittlerweile Mode, dass man irgendwie immer mittendrin die Spiele remaked und remastert, statt von Anfang an. Wer weiß. Gerade das Spiel ist ein bisschen sehr laut gewesen, kann das sein? Weil es hat ganz schön ausgeschlagen bei mir. Und man könnte ja vermuten, dass es ein Open-World-Spiel ist, aber nein, ist es leider nicht. Es ist halt ein Spiel mit sehr großen offenen Arealen. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja bei euch über der Karte. Oh, ist jetzt zwar nicht so wichtig, die Karte, aber ist schon okay.
Wenn man sie sieht, ne? Da lang. Wie gesagt, ich habe es damals gespielt zum Release. Hab's aber, glaube ich, nicht durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher. Achso, ja. Hallo, du kannst hoch. Wir wollen den Krieg retten. Mach gut. Wo bin ich denn? Oh. Oh, hallo. Kann ich daran erinnern, dass die Zweihänder so stark sind. Sie haben auch an der Lootverteilung gearbeitet. Ich glaube, es soll auch neue Quests geben, wenn ich mich nicht irre. Oh, das war knapp. Was war denn das? Ja, manchmal ist es echt. Ich wollte jetzt nochmal probieren, dass er sich so festhält wie eben, aber macht er natürlich nicht. Irgendwie fehlt mir das Rennen. So, aber jetzt. Genau. Ja, man kann nicht rennen. Wir haben natürlich auch eine Karte, ups, um zu gucken, wo zum Beispiel Schätze sind noch. Da wird dann auch alles markiert, Schlüssel, Kisten, offene Türen und so weiter. Aber die haben wir jetzt im Moment noch nicht. Ist ja noch das Tutorial-Gebiet. Wir müssen dann da lang und nach oben. So, und jetzt verlasse ich euch noch mal kurz und gleich bin ich wieder. Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Sieh mich jetzt an, wie ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde, für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen, ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen, um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten.
Nein, die Stimmen. Sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Genau, so sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Das ist Krieg, unser Bruder. Uiui, der macht aber Schaden. Kann ich aber auch. Was? Und tschüss. Aktion. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse. Aber nicht dein. Und da ist auch die erste Trophäe, Krähenhass. Wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis. Wurde Tod in sein Verderben geschickt? Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben?
Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die letzten meines Volkes. Ist das nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. Oh je, war gar nicht vorbereitet jetzt darauf. Der Doofies. Noch jemand? Da. Hört aber aus. Kleinen dummen Steinkohle. Oh, weg mit euch. Du kämpfst gut, aber dieses Verderben kann nicht mit der Klinge besiegt werden. Such die Schmiedeschwester auf. Frag sie nach dem Feuer des Berges. Hilf ihr, dann wird sie dir helfen, den Baum zu erreichen. Was mich betrifft, ich muss wieder an die Arbeit. Wer bist du? Oh, ich bin natürlich jetzt wieder genau im Weg. Und wer bist du, dass du einem Reiter Befehle erteilst? Karte braucht er doch nicht, oder? Ich bin Erschaffer, sogar älter als der feurige Rat. Glaub nicht. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. Der Baum des Lebens. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum und der Weg ist voller Verderben. Das Feuer des Berges spricht mit Alia. Hatten die nicht doch... Durch dich lebt die Hoffnung wieder auf. Fähigkeitspunkt 1. Sind eine Stufe aufgestiegen und erhalten einen Fähigkeitspunkt. Ja, Todesbote oder Nekromant? Also ich muss auch erstmal oben auswählen. Teleportschlag. Oh, das hier. Kaufen. Immerhin ist es ein Rollenspiel. Sie haben eine Fähigkeit erworben. Drücken Sie nach unten, um das Radialmenü aufzurufen. Ist da. So können wir schnell zuweisen. Machen wir mal auf X. Oh. Hier unten ist, hinten ist noch eine Kiste. Ich bin der Meinung, man könnte eigentlich rennen, aber irgendwie kann man nicht rennen. Schade. Was ist denn das Wasser? Der blaue Punkt ist der Rabe. Ah, hier liegt noch was. Ah, die ist schlechter. Warte mal, sollst du auch irgendwas machen? Nee. Gut. Dann heißt zu Alia gehen, zur Schmieden. Das ist kein Ort für ein Pferd. Nee, unser Pferd können wir noch nicht rufen. Da bist du langsam unterwegs, der Junge.
Alle Texturen sind auf jeden Fall scharf geworden. Das sieht man sofort. Drei Steine. Ach hier, das war der Meister, gegen ihn kann man kämpfen. Ich glaube, man kriegt da eine besondere Belohnung, wenn man ihn besiegt, aber den können wir jetzt noch nicht besiegen. Definitiv nicht. Der Sensenmann wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Brauchen wir jetzt nicht trainieren. Und gegen ihn kämpfen haben wir sowieso keine Chance. Hier können wir unsere Schadenzahlen sehen. Ist nicht gerade sehr hoch. Geld nehmen wir immer schön mit. Hier oben war noch eine Statue, ne? Wo waren die? Da drüben. Ich glaube, da konnte man seine Lebensenergie erhöhen. Doch, es ist schon so lange her. 12 Jahre kam das raus. Vor 12. Und vor, boah, 6 Jahren? 7 Jahren kam es nochmal für PS4 raus. Was war das hier? Ach so, Posteingang. Das sagt mir gerade gar nichts mehr. Aber okay. Ah, da reden wir mal mit dir. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Alia und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein, die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Nun stellt ihr Kleinkram her? Und du? Einer der vier? Suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren, versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger, aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Der Kessel. Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten. Über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Dein Bruder ist still. Kein Mann der großen Worte, dein Bruder. Aber selten still. Seine Stimme ist das Klingen des Hammers, sowie das Fauchen einer weißen Flamme. Ja, er arbeitet, während du redest. Ha. Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Ha, das Feuer des Berges. Stelle dich, Grebe. Sprich mit Fane. Oh, du bist es, Reiter. Ich war noch gar nicht weg.
glaube, mit Rollen ist man schneller. Wer bist du? Wir haben deine Ankunft erwartet, Reiter. Dein Schatten hat lange über diesem Reich gelegen. Viele kennen den Sensenmann, aber ich kenne euch nicht. Wir sind die Erbauer dieser Welt. Doch das Verderben zehrt an ihrem Herzen und zerstört in Tagen, was wir in Äonen schufen. Aideat gibt sein Bestes, um unseren Schmerz zu lindern. Doch unsere Seelen sehnen sich nur nach einem, dem Tod. Wir haben keine Hoffnung. So, bei der kann man Talismane und Ränge kaufen. Es sind neue Talismane im Angebot. Die sind aber scheiße teuer. Hier habe ich ihn gerade mal 1498. Alter, das ist teuer. Kann man verkaufen? Oh, die Waffen. Aber geben ja nun auch nicht gerade viel. Vielen Dank. Kleinvieh macht auch Mist. Haben wir eigentlich noch Rüstung? Nee, gell? Ups. Nicht wirklich. Ey, okay. Ach, halt jetzt noch mehr zu reden. Viel Glück. Du hast die Finsternis berührt. Wie Reiter, zweifelst du jemals an deiner Zukunft? Ach, Nebenmission, glaube ich. Also würde jemand wie du ausziehen, um ein Schicksal zu ändern, das ihm nicht gefällt? Das ist ein langer und gefährlicher Weg, selbst für den Tod. Und was kümmert dich das, Schamanin? Es kümmert mich insofern, dass ich die Fähigkeit habe, Talismane zu fertigen. Wenn du mir die richtigen Materialien bringst, fertige ich dir einen mächtigen Talisman, der dir auf deiner Reise helfen wird. Was brauchen wir? Pirschknochen, Ätztau und Meißelstein. Es ist kein einfacher Talisman. Okay. Wo kann ich all das finden? Irgendwo in den Schmiedelanden. Ich verlasse Dreistein nur selten, aber dieser Bub Khan ist immer raus zum Erkunden. Er kann dir zweifellos mehr sagen. Sag mir, Schamanin, was ist das Verderben? Ich weiß nur, was ich befürchte, dass es sein könnte. Das Verderben zum Leben erweckter Hass ist. Und dieser Hass kommt nicht aus den Bäumen oder Steinen, sondern von uns selbst. Du verzweifelst. Und lässt doch Leben aus der Erde wachsen? Ich bin eine Schamanin, an diese Aufgabe gebunden, auch wenn unsere Tage sich verfinstern. Wir sind wie Pflanzen. Wir schlagen Wurzeln, blühen auf und verwelken, während wir Samen in den Boden fallen lassen. Ein ewiger Kreislauf. Ich kann ihn und dich nicht aufhalten. Erzähl mir mehr über den Baum des Lebens. Der Wald um den Baum ist verdorben worden. Er hungert. Du kannst den Baum nicht erreichen, solange du atmest. Okay. Der Weg eines Bruders sorgt dich. Er ist deine Vergangenheit, aber auch deine Zukunft. Schulterstück des Reiters. Muria, die Schamanin, der Erschaffer, gab dir dieses Schulterstück. Der Weg eines Bruders sorgt dich, sagt sie. Es ist deine Vergangenheit, aber auch deine Zukunft. Okay. Stein, Holz, Eisen. Dies sind die Geschenke der Erschaffer. Finde Khan und sprich mit ihm. Während du erntest, werde ich sehen. Eben diese schwarze Ernte. Okay. Sagt uns eigentlich die Karte noch irgendwas Wichtiges hier? Nee. Hier können wir erst hin, wenn die Schmiede an ist. Also müssen wir jetzt erstmal nach oben. Könnt ihr ja echt mal einen Schritt schneller rennen, ey. Asche, was siehst du? Sieh nach, was du finden kannst. Achso, mit L3 kann ich den Raben befehligen, okay. Das brauchen wir noch für Rätsel. Warte mal, sagst du noch irgendwas? Reite schnell, Tod. Weiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Das ist richtig.
Hast du Weisheit zu teilen oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen. Wahrscheinlich. Was erntet Rache? Fane hat dir einen neuen Move gezeigt. Ah, okay. Vorwärts ausweichen und Viereck. Ja. Nett. Das Feuer ist wertvoller als ich es bin, Reiter. Du solltest dich beeilen, zum Tempel zu kommen. Feuer allein wird euer Reich nicht retten. Du sprichst von der Schmiede. Richtig. Ohne das Feuer und die Tränen des Berges, ohne die Schmiede selbst, fehlen uns die Mittel, den Wald zu durchqueren und den Baum des Lebens zu erreichen. Was dann? Unsere Macht ist die Schöpfung. Deine ist Tod und Verzweiflung. Du bist ein Nephilim, Fürst der Zerstörung. Vielleicht liegt darin die Hoffnung. Wie alt ist die Schmiede? So alt wie das Reich selbst. Und vielleicht sogar älter. Es wird gesagt, die Schmiede war das Erste, was wir Erschaffer bauten. In ihren Tiefen haben wir ganze Welten geformt. Hm. Okay. Möge die Schmiede der Erschaffer deinen Weg erhellen. Oh. Ja, jetzt beginnt eigentlich so richtig erst das ganze Abenteuer. Halt, wir konnten hier noch was sammeln, glaube ich. Aber du kannst loslassen. Ich glaube, hier gab es noch irgendwas zu sammeln. Oder war das im Wasser? Ich glaube, im Wasser war was. Ja. Das ist ein Dreieckestau. Ja, das sind die Fährmünzen, denn wir haben ja auch den Fährmann wie im ersten Teil. Bei denen können wir auch gute Sachen kaufen. Okay. Mehr war hier aber auch, glaube ich, nicht, ne. Ah, ich finde, der läuft echt ein bisschen zu langsam. Jo, dann würde ich sagen, geht's los mit dem Abenteuer. Spielzeit soll übrigens so um die 30 bis 40 Stunden gehen, denn auch hier sind alle DLCs dabei in dieser Version. Der tut uns noch nichts. Ich muss alleine gehen. Nein, muss ich gar nicht. So. Da ging es nicht lang. Müssen, glaube ich, rechts lang. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Genau. Schattenklamm kommen wir, glaube ich, noch nicht. Ja, ein bisschen Anleihen an oben wird hat es ja schon. Hey, da können wir nicht lang, aber hier ist eine Fernmünze. Was ja auch schon mal schön ist. Ist gar nicht. Könnten wir, glaube ich, noch nicht zerstören. Nee. Hier kommt man dann erst viel, viel später hin. Ich glaube, hinten in der Ecke war noch irgendwas. Ich glaube, irgendwas war ja und dann kommen, glaube ich, Gegner. Mini-Irre. Seite des Buchs der Toten. Eine Seite aus dem Buch der Toten. Sammle 10 Stück davon, um ein Kapitel zusammenzubekommen, das dann an Volgrim verkauft werden kann.
Das ist doch Fährmann. Ja, das sag ich doch. Aber die Kamera geht trotzdem noch ganz schön steil. Aber es ist besser geworden im Vergleich zu damals. Oh, neue Schuhe. Die nehmen wir doch gerne. Schulterstück des Reiters. Warum hab ich das nicht auch. Achso, Stufe 5 erst. Ja, okay. Das sind erst Stufe 2. Wusste gar nicht, dass es sogar Levelgrenzen gibt. Okay. Los. Ich dachte, glaube ich, das Pferd könnte man auch noch verbessern. Zeig mir den Weg. Dann glaube ich eh gleich wieder absteigen. Die Klageklippe. Aber warte mal, wir können erstmal hier hoch. Wo es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ah, oh, du bist so ein Depp. Renn doch schräg. Oh, hier unten ist auf jeden Fall was im Wasser. Eine Fährmünze. Nehme ich. Willst du da hier hoch? Ah, hier. Hier ist auch, glaube ich, sogar Vulcrum. Aber hier geht es nicht weiter, frech. Oder? Nee. Hä? Komm ich wieder hoch? Da. Genau, dann gehen wir mal kurz für Vulcrum. Ich glaube, der war da oben. Naja, der ist hier. Da ist er doch. Hierher! Sei gegrüßt, Reiter. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Vulcrum, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Ja, früher war es Krieg. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Hier bin ich also und biete meine Waffe. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt. Deine Klingen sind so scharf wie immer. Und trotzdem kann ich dir helfen. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Na los, riskiere einen Blick. Du wirst nicht enttäuscht. Kann mir eh nichts kaufen. Frische Waren. Ach stimmt, bei ihm kann man ja auch, neue Waffen später kaufen, glaube ich. Und Rüstung. Alles verkaufen. Nee, verkaufen will ich nichts. Was ist das? Neuvergabe. Das ist aber neu. Das gab es früher, glaube ich, nicht. Mhm. Ja, das sind die Waffen. 50.000 für eine legendäre Waffe. Und 20 Vulcrum-Münzen. Ja, okay. Nö. Wir sind pleite. Dämon.
Bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Im Buch der Toten. Ja, das wissen wir schon. Wenn du sie ebenso wie meine So, was sagt denn die Karte hier eigentlich noch? Es gibt keine Gebietskarte dazu. Aufgaben. Finde Kahn. Haben wir doch mit ihm gesprochen, oder? Oder müssen wir ihn noch einmal finden? Okay. So, aber da oben sind noch Schatzkisten, die ich gerne hätte. Es nervt ein bisschen, dass der nicht rennen kann. Echt. Das hätten sie auch noch verbessern können. Frechheit. Ah, da werde ich nicht hinkommen. Ich glaube, ich komme hier noch nicht weiter. Ich brauche erst den Schlüssel. Ah, das dachte ich mir. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ja, ist auch so ein bisschen Metroidvania-Prinzip, dass man an Orte zurückkehren muss, weil man dann halt bestimmte Fähigkeiten dann auch hat. Also, wir können ja reiten. Dann reiten wir doch. Hier gibt es, glaube ich, wieder viele Gegner. Ah. Oh, sogar schon Level 2. Und tschüss. Oh, wir können ja mal die neue Fähigkeit testen. Was war denn das? Hey Kollege, komm mal her. Man soll natürlich auch die Taste dazu drücken. Oh. Hier war, glaube ich, auch irgendwas. Also am Anfang kann ich mich noch sehr gut erinnern, aber später wird es dann immer dunkler. Oh, was Grünes. Chance auf kritische Treffer. Das ist ein Faustschild. Okay. Ah. Ich glaube, wir können noch keinen Doppelsprung, deswegen können wir uns das da oben noch nicht holen. Weil Doppelsprung gibt es auch noch. Aber das können wir noch nicht. Sollten wir uns merken. Was sagt eigentlich die Karte, wo sollen wir denn hin? Nach links geradeaus, denke ich mal. Aber immer umgucken, denn man findet auch Fernmünzen überall verteilt. Da oben ist zum Beispiel eine. Die ich gerne hätte. Und die Seiten muss man natürlich auch noch finden. Okay. Und wir wollen natürlich auch Level steigen. Aber das schützt mich. Tatsache. Die sind schnell. Ah, ich wollte ausweichen. Aber der Hammer ist stärker. Na? Und gerade keinen Kreis drücken. Kiste. Oh, Geld. Wir können da lang. Wir sollen sogar da lang. Aber dann gehen wir nach links.
Oh, da oben ist noch eine Fernlinse. Kommt ihr jetzt alle? Ja, dann geh halt wieder. Ah ne, das sind... Ach, nein, das sind keine Kristalle zum Einsammeln, das ist für den Enterhaken. Den gibt's noch. Aber den haben wir leider noch nicht. Also, glaube ich, Schiss bekommen, dass er einen Kollegen umgelegt hat. Komm mal her. Daneben. So, ich glaube, hier kommen wir aber rein. Der Schlupf. Das ist aber, glaube ich, Nebenbereich. Ah, besser. Das ist immer gut. Oh, da steht einer. Wer bist denn du? Okay. Scheint inaktiv. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Ne. Ach, das ist doch, glaube ich, hier mit dem Kugelrätsel. Na, gesoffen? Ja, das ist ein etwas größerer Dungeon. Ah. Wo wir nicht weiterkommen. Okay, dann ein andermal. Hier können wir noch nichts machen. Oh, ich glaube, die respawnen sogar. Das ist kein Ort für ein Pferd. Doch, ist es. Hey, Zweier. Könnten ja mal das Gras hier mähen. Hier verloren. Zorntrank. Okay. Was haben wir hier? Drüben ist die Kiste. Ah, ich sehe schon. Ah, aber heute nicht. Da ist die Seite Nummer 2. Kamera ist ganz schnell. Eieiei. Da muss ich nochmal da hoch.
so belastend, dass der nicht rennen kann, ey. Und hepp. Das war frech. Schaffe ich den Weg überhaupt? Oder brauche ich da auch den Doppelsprung? Wie gesagt, das ist so ein Metroidvania-Prinzip. Wenn man natürlich mehr Fähigkeiten hat, kann man auch mehr Sachen erreichen. Von der Seite werde ich nicht da hochkommen, oder? Oben liegt sogar was, ey! Oh, hallo! Ja, aber man muss schon sagen, sie haben zwar die Kamera ein bisschen verbessert, aber man merkt, dass es echt in die Jahre gekommen ist. Muss doch erstmal weitergehen. Ah ja, das ist nicht das letzte Mal, dass wir hier sind. Dauert noch ein bisschen, bis mal Level steigen. Da sagt die Karte. Oh, wir müssen. Ja, zum Kessel müssen wir. Hauptaufgabe. Da haben wir auch einen Punkt für die Nebenaufgabe? Ich sehe hier keinen. Okay. Laufen wir aber echt überall rum, ey. Was haben wir hier? Auf jeden Fall ein Gegner. Zack. Du könntest auch mal seitwärts laufen. Tot, weißt du das? Wieso läuft denn der nicht seitwärts? Ist doch eine extra Markierung. Na dann halt so. Na, das war jetzt okay. Wo muss ich denn hin? Ach, hier. Kiste. Das ist schön. Bessere Sensen. Aber wie gesagt, mit einem Enterhaken könnten wir uns jetzt darüber ziehen. Aber den haben wir leider nicht. Ich muss alleine gehen. Ja, und hier beginnt jetzt das erste richtige Dungeon-Gebiet. Au. Nimm mal einen Trank. Kombos hier testen. Und Level up. Das ist gut. Was nehmen wir denn? Was ist denn das nächste? Was die Feuer fangen. Wir nehmen mal einen Nekromant. Müssen wir da zuweisen, ne? Machen wir mal auf Kreis. Können wir ja auch mal testen. Er macht auch nicht viel Schaden. Ja,
Aber man kann sie ja noch verbessern. Verkohlte Pass. In der Luft kann ich nicht dodgen. Was eigentlich schade ist. Jetzt haben wir 6. Doch die Karte. Okay. Hä? Tatsache, aber die ist schlecht. Das sind natürlich hier keine Gegner. Oh, das ist eine Kiste. Und ich weiß auch, dass es echt viele Bosse gibt noch in dem Spiel. Zwei ist echt gemein. Oh, weg mit euch. Da drüben ist nochmal so ein Enterhaken. Ah, bringt alles nichts. Hier ist noch eine Kiste versteckt. Wo wir nicht hinkommen, oder? Ne. Ach, hier geht's hoch. Dann so. Was haben wir denn hier? zwei. Ja gut, die schweren Waffen sind natürlich bedeutend stärker. Gehen wir mal die. Oh, das ist sehr schnell. Jetzt wieder so ein Kristall. Irgendwas hat er bewirkt, ich weiß aber leider nicht mehr was. Das ist kein Ort für ein Pferd. Die Gebiete sind doch größer, als ich dachte. Und hier beginnt das erste richtige Dungeon. Ah ja, wir müssen ja ihnen hier helfen, stimmt. Das kenne ich auch noch. Helfen in Anführungsstrichen. Macht das ja alles alleine hier. Alter, die Kamera. Ich sehe gar nichts. Ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim, trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist.
tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Eure Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Sag mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht. Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust. Oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen, mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja, nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Jetzt kommt natürlich erst die Frage, wer du bist. Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Das ist Karn. Karn. Dann also Bub. Wie du willst, ist mir egal. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Jo. Er macht für uns die Tür auf und genau hier ist für euch Schluss. Denn das soll es gewesen sein mit meinem Reingeschaut in Darksiders 2, die Definitive Edition. 30 Euro kostet der Spaß. Bis gestern hat es nur 15 gekostet, wenn er PlayStation Plus besitzt. Mein Fazit, grafisch sieht es gut aus. Kamera haben sie etwas verbessert, aber wie ihr gemerkt habt, ist die Kamera natürlich sehr, sehr schnell. Das ist, glaube ich, dem Alter zu schulden, weil das ist doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es macht trotzdem Spaß. Darksiders, das ist eine gute Spielereihe, kann ich echt empfehlen. Und ja, das soll es gewesen sein von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, mein Silent Hill 2 Remake Projekt läuft noch. Schaltet da gerne ein. Und wir sehen uns dann bei... Oh, ich würde sagen, Call of Duty ist bald dran, ne? Und nach Call of Duty kommt Dragon Age, also seid gespannt. Dann, bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.